Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Solo-Multi-Duplikations-Money-Glitch. Was bedeutet das, Leute? Naja, wenn ihr einmal im Modus drin seid, könnt ihr so oft euer Fahrzeug duplizieren, wie ihr wollt, beziehungsweise wie ihr Platz habt natürlich. Und das ist richtig heftig und ihr könnt euch mit unglaublich viel Geld machen mit diesem Money-Glitch. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, würde ich jetzt schon mal bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich auch nicht abonniert haben, abonniert nicht, sonst verpasst ihr diese krassen Money-Glitches. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes, was braucht ihr denn für diesen Money Glitch? Für diesen Money Glitch braucht ihr natürlich einen Bunker inklusive MOC. Im MOC, im dritten Teil, braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr einen kostenlosen Elegy, Leute. Denn dieses Auto verliert ihr bei diesem Glitch. Also es kann auch irgendein anderes Auto sein, aber haltet euch im Hinterkopf, das Auto verliert ihr pro Duplikat. Außerdem braucht ihr natürlich auch ein Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nimmt einen Easy aus der Arena-Werkstatt, der bringt am meisten bei so einem Glitch. Außerdem braucht ihr auch noch einen CEO-Tower inklusive Firmengarage mit mindestens einem freien Garagenstellplatz. Und außerdem, Leute, braucht auch noch die hauseigene Tuning-Werkstatt. Und ihr braucht auch noch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nimmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Und Leute, ihr braucht im Interaktionsmenü unter Inventar und Snacks, braucht ihr 10 Pisswasser. Das ist sehr, sehr wichtig, Leute. Pisswasser könnt ihr in irgendeinem Store kaufen oder bei eurem CEO-Tower bei eurer Assistentin kaufen bzw. euch besorgen. Und Leute, als Hilfestellung werde ich am Ende des Videos nochmal ein paar kleine Tipps geben, damit ihr diesen Glitch besser hinbekommt bzw. natürlich auch weniger Fehler macht, damit ihr einfach unglaublich viel Geld glitchen könnt. Aber generell, Leute, das war's schon. Jetzt können wir auch wirklich mal mit dem Glitch anfangen. Als erstes seid ihr einfach in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Mein Tipp, Leute, macht es in einer Freundessitzung, denn ich habe das Ganze in einer Freundessitzung gemacht. Seid ihr in der Freundessitzung, geht jetzt zu eurem Bunker hinein. Seid ihr bei eurem Bunker, geht jetzt zu eurem MOC hinein. Seid ihr bei eurem MOC drinne, müssen wir jetzt als erstes jemanden suchen, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gehen jetzt einfach in eine Community oder Freundesliste und schauen mal, wer GTA spielt. Haben wir ihn gefunden, der GTA spielt, müssen wir jetzt natürlich testen, ob der andere einen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir treten dieser Person jetzt einfach mal bei. Die erste Meldung, die sich in GTA laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr gar nichts drückt. Denn jetzt drückt mir die doppelte PlayStation-Taste und treten den nochmal bei. Und Leute, jetzt merkt ihr, ob der einen anderen Zielmodus hat als ihr oder den gleichen. Denn wenn er den gleichen Zielmodus wie ihr hat, müsste sich die Meldung GTA nicht geändert haben. Aber wenn er einen anderen Zielmodus hat, müsste jetzt bei euch stehen, ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern wollt. Und genau das braucht ihr, Leute. Wenn ihr sowas habt, wisst ihr Bescheid, okay, ich habe jetzt jemanden mit einem anderen Zielmodus. Jetzt könnt ihr Kreis drücken. Als nächstes steigen wir jetzt einfach in den LG hinein. Setzen wir jetzt den LG unter Motorhaus auch an, das ist auch sehr wichtig, Leute. Drücken wir jetzt die Optionstaste, gehen auf Online, scrollen runter zu Criminal Startup Pack und drücken X, damit sich das Menü öffnet. Denn jetzt, Leute, müssen wir jetzt zu diesem Kauf-Button gehen. Und Leute, falls ihr euch den Criminal Startup Pack mal gekauft habt, dann geht dieser Glitch leider für euch nicht. Aber nicht schlimm, Leute, ich habe in der Videobeschreibung einen anderen Money Glitch verlinkt, den ihr dann stattdessen machen könnt, statt diesen Multi-Duplikations-Glitch. Aber egal, ihr habt jetzt diesen Kauf-Button. Ihr drückt jetzt hier gar nichts, Leute, denn ich erkläre euch erstmal, was ihr machen müsst. Das ist jetzt nämlich ein kleiner Timing-Part, der auch ein bisschen schwierig sein kann für euch. Deswegen hört genau zu. Ihr werdet gleich die R2 und die X-Taste drücken. Nahezu gleichzeitig, aber die R2-Taste zuerst. Und sobald ihr einen Blackscreen habt, drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste, treten dieser Person bei, die wir eben ja rausgesucht haben, bestätigen die erste Meldung mit X, dass wir denen beitreten möchten, aber die zweite Meldung, dass er einen anderen Zielmodus hat, brechen wir ab und sobald wir das abgebrochen haben, müssen wir unser Interaktionsmenü öffnen. So Leute, deswegen versuchen wir es einfach mal. Ich versuche das jetzt hier mal, ich drücke R2 und X praktisch gleichzeitig, R2 ein bisschen früher und ach, ihr seht es jetzt auch schon Leute, ich habe es einfach direkt verfehlt. Ist jetzt generell nicht schlimm Leute, das wird euch ein paar Mal auch passieren. In meinem Fall bin ich jetzt einfach rausgefahren aus dem MOC, gut, ich fahre jetzt einfach mit dem Auto wieder rein. Aber Leute, was jetzt wieder ganz wichtig ist, sobald ihr jetzt wieder drinne seid im MOC, ihr müsst diese Beitrittsmeldung wieder laden lassen. Dadurch, dass ihr jetzt gerade aus dem MOC jetzt so gesehen aus Versehen rausgegangen seid, bzw. rausgefahren seid, ist diese Beitrittsmeldung nicht mehr geladen. Deswegen drücken wir jetzt nochmal die doppelte PlayStation-Taste und lassen diese Meldung nochmal laden. Gut, habt ihr euch die Meldung nochmal laden lassen, steigen jetzt wieder ein. Gehen jetzt wieder auf Option, Online, Criminal Startup Pack. So, jetzt Konzentration. Ich gehe auf den Kauf-Button, drücke R2 und X nahezu gleichzeitig,
Dann kommt Black Screen, doppelte PlayStation-Taste, ich tritt den Typen bei. Erste Meldung bestätige ich mit X, zweite Meldung breche ich mit Kreis ab. Ich sehe, wie mein Charakter aussteigt, halte das Touchpad gedrückt, öffne mein Interaktionsmenü und zack, das Auto ist weg und mein Interaktionsmenü ist offen. Und genau, Leute, das braucht ihr. By the way, Leute, falls ihr gerade ein Outfit anhabt, was irgendwie Helm, Maske oder sonst irgendwas anhat, dann zieht euch mal ein Outfit gerade an, was das nicht hat, oder beziehungsweise zieht das euch mal kurz ab. Denn wir brauchen für den nächsten Part ein freies Gesicht. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig, Leute. Denn jetzt, Leute, geht hier auf Inventar, geht auf Snacks, geht auf Pisswasser. Denn wir müssen jetzt das ganze Bier leer saufen, bis wir so gesehen sterben. Und das geht wie folgt. Ihr geht jetzt auf Pisswasser, drückt X und drückt dann nochmal X, aber das zweite X müsst ihr gedrückt halten. Und ihr seht schon, Leute, euer Charakter trinkt das Bier komplett leer. By the way, Leute, falls ihr es nicht geschafft habt, euer Interaktionsmenü zu öffnen, werdet ihr einen unendlichen Blackscreen bekommen. Diesen Blackscreen werdet ihr nicht mehr los. Das bedeutet, ihr müsst eventuell GTA jetzt neu starten oder ihr tritt einfach einen Freund bei. Das ist eine schnellere Variante, aber in meinem Fall habe ich einfach immer GTA neu gestartet. Falls euch das passiert, wisst ihr Bescheid. Okay, Leute, ist euer Charakter jetzt gestorben, werdet ihr am Krankenhaus spawnen, je nachdem, welcher Krankenhaus bei euch in der Nähe ist. Also in meinem Fall ist es jetzt hier in Sandy Shorts. Denn jetzt, Leute, habt ihr es geschafft und seid in den Modus. Denn jetzt könnt ihr einfach mit irgendeinem Fahrzeug, in meinem Fall hole ich jetzt einfach den CEO Buzzard, geht einfach am schnellsten. Als nächsten Schritt fahrt ihr jetzt, beziehungsweise ich fliege jetzt, Richtung Stadt. Und zwar genauer gesagt in der Nähe von meinem CEO Tower. Denn wenn ihr jetzt an der Stadt angekommen seid, könnt ihr euer Interaktionsmenü öffnen und euren MOC anfordern. By the way, Leute, ab diesem Schritt wiederholt sich das Ganze pro Duplikat. Also wenn ihr gleich ein Auto dupliziert habt, müsst ihr an dieser Stelle, wo ihr euer MOC wieder anfordert, einfach ab dieser Stelle wieder neu machen den Glitch, damit ihr Bescheid wisst. Aber das werde ich gleich auch nochmal genauer erklären. Egal, ich habe jetzt mein MOC angefordert, ist auch jetzt gespawnt und ich steige ein. Denn wir müssen jetzt mit unserem MOC zu dieser Location fahren. Es geht auch noch ein paar andere Locations, aber ich mache persönlich diesen Glitch am liebsten hier. Seid ihr dort angekommen, müsst ihr jetzt mit eurem MOC unter dieser Durchführung durchfahren. Und ihr werdet merken, Leute, wenn ihr das tut, werdet ihr irgendwann stecken bleiben. Und hier seht ihr auch nochmal genau, warum ihr stecken bleibt. Wenn das so aussieht wie bei mir hier gerade, dann habt ihr es richtig gemacht und könnt aussteigen. Denn jetzt könnt ihr zur Straße laufen und euren Mechaniker anrufen und das Fahrzeug anfordern, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, den Izzy aus der Arena-Werkstatt. Bringt einfach am meisten, Punkt, Ende, aus. Habt euren Izzy angefordert, steigt jetzt ein. Denn jetzt müsst ihr mit euren Izzy in die Nähe von eurem MOC fahren. Und zwar zum blauen Kreis. Aber Leute, ihr müsst so viel Abstand wie möglich halten, aber die Meldung oben links muss trotzdem noch sichtbar sein. Also ihr seht ja gerade, wie ich das hier mache, dass es ungefähr ein bisschen weiter weg steht, aber trotzdem noch die Meldung habt, rechte Pfeiltaste, um reinzufahren. Das ist ganz wichtig, Leute. Denn jetzt steigt ihr aus. Und kleiner Trick nebenbei, jetzt wo ihr ausgestiegen seid, ist euer Auto aus. Bisschen blöd, kann euch tatsächlich einen Glitch versauen. Deswegen geht jetzt in euer Interaktionsmenü, geht auf Fahrzeuge, geht auf Fahrzeugfernsteuern und macht den Motor wieder an. Das macht es einfach gleich für euch ein bisschen leichter. Nur so als kleiner Tipp nebenbei. Aber egal, Leute, jetzt steigt ihr wieder zu eurem MOC ein. Seid jetzt eurem MOC eingestiegen, muss jetzt der nächste Part wirklich schnell gehen, Leute. Denn jetzt haltet ihr die rechte Pfeiltaste gedrückt, sodass euer MOC-Anhänger abgekoppelt wird. Dann steigt ihr aus, rennt zu eurem Izzy, steigt wieder ein und spammt die rechte Pfeiltaste, was das Zeug hält. Und zwar müsst ihr so lange die rechte Pfeiltaste spammen, dass die Meldung, dass euer MOC voll ist, mindestens über eine Sekunde in eurem Screen stehen bleibt. Denn er wird manchmal aufflackern, die wieder weggehen. Deswegen müsst ihr durchgehend die rechte Pfeiltaste drücken. Ist die Meldung jetzt über eine Sekunde mindestens da geblieben, spammt ihr nicht mal die rechte Pfeiltaste, nein, jetzt spammt ihr die X-Taste und zwar so lange, bis ihr euer Fahrzeug wieder seht. Das ist auch wirklich ganz wichtig, Leute. Und boom, Leute, ihr seht jetzt gerade, mein Izzy ist jetzt dupliziert. Ihr habt gesehen, dass mein Nummernschild sich gerade geändert hat. Wie geil ist das denn? Aber Leute, wir müssen das Duplikat jetzt auch noch abspeichern. Das bedeutet, wir fahren jetzt zu unserem CEO Tower. Und zwar in die Firmengarage. Und warum in die Firmengarage? Weil die Firmengarage auch noch eine hauseigene Tuning-Werkstatt hat. Das hat nämlich eine normale Garage nicht, Leute. Habt ihr eure Firmengarage-Ebene ausgewählt, wo ihr noch einen Stellplatz frei habt, seid ihr jetzt in der Firmengarage angekommen. Als nächstes, Leute, geht auf euer Handy und bestellt einen neuen kostenlosen LNG in euren MOC hinein. Das macht ihr jetzt einfach bei diesem Schritt jetzt einfach, dadurch, dass die Lieferzeit ja ein bisschen dauert und ihr diese Zeit so gesehen anders nutzen könnt in dieser Zwischenzeit.
Denn jetzt steigt ihr wieder euren Izzy ein. Euer Izzy ist diesen Zeitpunkt noch nicht gespeichert. Das bedeutet, ihr drückt jetzt die rechte Pfeiltaste, um in die Tuning-Garage zu gelangen. Und jetzt, Leute, kommt der Part, wie ihr unseren Duplikat abspeichern könnt. Und zwar tunen wir jetzt irgendwas um. Irgendwas komplett Billiges, Leute. In meinem Fall habe ich jetzt einfach die Fensterscheibe umgetunt. Denn sobald ihr ein Tuning-Teil umgetunt habt, habt ihr euren Izzy abgespeichert. So, Leute, ich zeige euch jetzt einfach mal direkt, was mein Izzy beim Verkauf bringt. So, mein Izzy bringt jetzt beim Verkauf ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars pro Duplikat. Natürlich könnt ihr es auch noch rausskalieren bis zu 1,8 Millionen, denn ich hatte hinten noch nicht die Bomben drauf, damit ihr das Nummernschild seht und so. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr könnt dann auch sogar noch mehr Geld rausholen. Aber wir können es auch direkt weiter glitchen, wie ich am Anfang des Videos gesagt habe. Das bedeutet, wir können jetzt direkt das nächste Fahrzeug duplizieren. Das bedeutet, wir lagern unser MOC einfach wieder ein und fordern es neu an. Und fahren mit unserem MOC wieder an die Stelle, wo wir eben geglitcht haben. Seid ihr mit eurem MOC wieder an diese Stelle reingekommen, müssen wir es natürlich wieder durch die Unterführung durch, sodass wir stecken bleiben. Sind wir jetzt wieder stecken geblieben, fordern wir wieder unser Fahrzeug an, was ihr euch duplizieren wollt. Und mein Tipp, Leute, nehmt natürlich wieder den Izzy. Aber ihr nehmt es natürlich nicht, falls ihr das Duplikat eben behalten habt, das Duplikat zum Duplizieren. Nein, ihr solltet immer das originale Fahrzeug duplizieren. Damit seid ihr immer auf der sicheren Seite, beziehungsweise habt auch einfach weniger Fehler beim Duplizieren. Ist euer Fahrzeug angekommen, müssen natürlich wieder unseren Izzy hinter unseren MOC platzieren. Und zwar so weit weg wie möglich, aber dass wir noch oben links die Meldung haben, rechte Pfeiltaste zum Reinfahren. So, habe ich jetzt gemacht, jetzt steigt ihr aus. Und jetzt natürlich auch wieder der kleine Tipp, macht euren Motor an über das Interaktionsmenü vom Fahrzeug, damit ihr gleich schneller bzw. generell den kleinen Timing-Part besser hinbekommt. Denn jetzt steigen wieder unseren MOC ein. Und jetzt halten wir wieder die rechte Pfeiltaste gedrückt, unseren MOC-Anhänger wieder abzukoppeln. Und sobald er abgekoppelt ist, steigt ihr wieder aus, rennt zu eurem Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, und steigt ein und spammt die rechte Pfeiltaste, was das Zeug hält. Und zwar so lange, Leute, bis ihr die Meldung bekommt, dass euer MOC voll ist und diese Meldung auch mindestens über eine Sekunde einfach da geblieben ist. Sobald die Meldung etwas länger da geblieben ist, spammt ihr die X-Taste so lange, bis ihr euer Fahrzeug wieder seht. Und das ist auch ganz wichtig, Leute. Und ihr seht wieder, Leute, zack, boom, nächstes Fahrzeug dupliziert. Wie geil ist das denn? Und Leute, ich kann jetzt natürlich das Fahrzeug einfach direkt wieder abspeichern. Um unser Duplikat wieder abzuspeichern, müssen wir natürlich jetzt wieder zur Firmengarage. Denn wir fahren jetzt natürlich wieder in die Firmengarage, wo wir einen Stellplatz frei haben und stellen es dort ab. Seid ihr jetzt in eurer Firmengarage angekommen, stellt ihr jetzt an diesem Schritt natürlich jetzt wieder einen kostenlosen LNG in euren MOC. Habt ihr das gemacht, steigt jetzt wieder in euren Izzy ein und drückt die rechte Pfeiltaste, um in die hauseigene Tuning-Garage zu gelangen. Seid ihr in der Tuning-Garage, müssen wir natürlich jetzt wieder irgendwas umtunen, um unseren Duplikat abzuspeichern. Mein Tipp, nimmt irgendwas Billiges wie Nummernschild oder Fensterscheibe. Habt ihr das gemacht, ist euer Duplikat abgespeichert. In meinem Fall verkaufe ich jetzt das Fahrzeug auch jetzt wieder direkt für ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars. Wie geil ist das denn? Und das könnt ihr jetzt natürlich so weitermachen, beziehungsweise eure Garagen so voll glitchen, wie ihr wollt. Ihr könnt damit wirklich unglaublich viel Geld machen mit diesem Glitch. Und das ist einfach richtig heftig. Und deswegen, Leute, lasst auch mal einen fetten Like fürs Video da. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich. Ihr seht doch, dass es einfach voll krass ist. Aber Leute, wie am Anfang gesagt, habe ich noch ein paar kleine Tipps für euch. Damit ihr diesen Glitch fehlerfreier hinbekommt. Und zwar, kleiner Tipp Nummer 1. Ihr dürft nicht zu Fuß in euren MOC reinlaufen, sobald ihr in dem Modus drin seid, denn sonst habt ihr wieder ein Infinity, Black Screen und müsst GTA neu starten. Tipp Nummer 2. Falls ihr vergessen habt, eure Firmengarage leer zu machen, dass ihr nur einen freien Garagenstellplatz habt, so wie ich in diesem Beispiel, könnt ihr zwischen den Duplikaten, aber auch erst zwischen den Duplikaten, natürlich eure Fahrzeuge hin und her parken. Das bedeutet, ihr habt euer Fahrzeug dupliziert und habt das Duplikat natürlich auch abgespeichert. Dann könnt ihr dieses Duplikat nehmen und irgendeine andere Garage reinfahren und dahin stellen. So gesehen könnt ihr euren freien Stellplatz in eurer Firmengarage mehrmals verwenden zum Duplizieren. Aber Leute, ist natürlich deutlich einfacher, wenn ihr einfach direkt vor dem Glitch alle freien Stellplätze in eure Firmengarage getan habt. Tipp Nummer 3. Ihr dürft euer frisch dupliziertes Fahrzeug nicht in eine Garage oder Firmengarage reinfahren, die voll ist, denn sonst verliert euer Duplikat und, ja, nervt halt. Tipp Nummer 4. Ihr müsst immer euren LNG in eurem MOC reinkaufen. Ihr dürft auch kein Fahrzeug in euer MOC umparken. Damit erhaltet ihr natürlich auch ein Infinity Black Screen und dürft den Glitch komplett nochmal neu machen. Aber Leute, das waren jetzt ein paar kleine Tipps nebenbei. Ich hoffe, ihr kriegt einen Glitch hin.
Denn er ist nicht ganz so leicht, aber dafür mega heftig, Leute. Und weil er so heftig ist, Leute, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und natürlich, Leute, warum habt ihr mich immer noch nicht abonniert? Der Glitch ist auch einfach oberkrass. Also ich würde mal sagen, Leute, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Wombat. Ciao.